Ich habe euch heute mitgebracht von der Firma Fleischmann eine Baureihe 120 im Design des ZTF Express. Es handelt sich um die Artikelnummer 73 53 01 aus dem Jahr 2010 und hatte damals einen Preis von um die 200 Euro. Das Modell besitzt eine Schnittstelle nach NEM 651, also 6 Pins, und eine Kurzkupplungskinematik. Das Modell hat eine Länge über Puffer von 120 mm und hat einen Motor mit Schwungmasse und 4 angetriebene Achsen, wovon 2 mit Haftreifen bestückt sind. Das Modell besitzt keine LED-Beleuchtung, sondern hat noch vorne und hinten jeweils eine alte Glühbirne drin. Das Modell ist sauber mehrfarbig bedruckt und ist auf jeden Fall ein Hingucker auf jeder Anlage. Zum Vergleich habe ich eine alte Baureihe 120 von der Firma Fleischmann hinzugezogen. Diese stammt ungefähr von 1990. Wie man am Dach erkennen kann, bedeutet die Nummer 78 die Decoder-Adresse. Also bei mir ist die Lok auf jeden Fall digital. Das Modell an sich hat einen seitenweichen Lauf über Weichen, Kreuzungen, Kreuzungsweichen und leichten Verschmutzungen. Es gibt kein Ruckeln im Betriebsablauf oder irgendwelche Störungen. Lehnt euch zurück und beobachtet die Lok, wie sie über die Anlage bzw. über die weichen Straßen fährt. Schreibt es bitte in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.